Hallo und herzlich willkommen an der EuroFH. Mein Name ist Isabel Schaller. Ich bin Professorin für Informations- und Projektmanagement und leite den Studiengang IT-Management. Bedeutet der Begriff Schnittstellenkompetenz für Sie mehr als nur Systemintegration? Wenn ja, dann sind Sie in diesem Studiengang genau richtig. Sie lernen bei uns an der EuroFH, wie Sie die IT als abteilungsübergreifende Herausforderung im Unternehmen optimal gestalten. Sie erlangen die notwendigen Kompetenzen, um an der Schnittstelle zwischen den Fachabteilungen und der IT komplexe Aufgabenstellungen zu lösen. Der Studiengang richtet sich damit an alle, die technikaffin sind und die sich bereits beruflich in ihrer Ausbildung oder privat mit Informationstechnologien auseinandergesetzt haben. Vielleicht haben Sie auch schon erste Erfahrungen in der Leitung von IT-Projekten gemacht. Für Sie eröffnet dieser Studiengang neue Karriereperspektiven. Die interdisziplinäre Ausrichtung des Studiengangs IT-Management ist ein großer Vorteil für Sie. Sie erlernen neben dem fundierten technischen Know-how auch das für Managementpositionen notwendige Grundlagenwissen aus dem Bereich der Betriebswirtschaftslehre. Während dem klassischen Betriebswirt häufig die erforderlichen IT-Kenntnisse fehlen, wird der Wirtschaftsinformatiker in der Regel nur unzureichend für die wirtschaftlichen Zusammenhänge ausgebildet. Als IT-Manager füllen Sie diese Lücke optimal. Nach dem Grundstudium vertiefen und erweitern Sie Ihr Fachwissen in den beiden Schwerpunkten IT-Management und IT-Projektmanagement. Im Bereich IT-Management lernen Sie die Aufgaben des operativen und strategischen Informationsmanagements kennen. Sie machen sich auch mit der Kommunikation und Zusammenarbeit in sozialen Netzwerken in Unternehmen vertraut. Sie lernen, wie Sie aus Unternehmensdaten geschäftsrelevante Informationen gewinnen und wie Sie große Datenmengen intelligent aufbereiten, analysieren und als fundierte Grundlage für strategische Entscheidungen nutzbar machen. Außerdem erfahren Sie, wie Sie die IT-gestützten Geschäfts- und Informationsprozesse eines Unternehmens erfolgreich gestalten und modellieren. Selbstverständlich erarbeiten Sie sich auch das Rüstzeug für den sicheren Einsatz und die rechtlichen Rahmenbedingungen von Informationstechnologien in Unternehmen. Der Schwerpunkt IT-Projektmanagement bereitet Sie umfassend auf eine Tätigkeit als IT-Projektleiter vor. Wie plane und kalkuliere ich komplexe IT-Projekte? Wie leite ich agile Projekte? Wie fördere ich Kreativität und Innovation in IT-Projekten? Sie erwerben außerdem die notwendigen sozialen Kompetenzen eines Projektleiters. Das reicht von der Personalführung bis zur Gestaltung und Steuerung der Kommunikation und Zusammenarbeit von Projektteams in virtuellen und internationalen Projektsettings. Eine Besonderheit: Sie können das Basiszertifikat der Gesellschaft für Projektmanagement erwerben. Das ist ein standardisierter und anerkannter Nachweis Ihrer Projektmanagement-Kompetenzen. Unser flexibles Fernstudium ist optimal für Berufstätige. Sie können Ihr Studium jederzeit beginnen, Ihre Zeit frei einteilen und Ihre Prüfungen monatlich bundesweit ablegen. Der Online-Campus bietet Ihnen zudem viele Features. Sie können an Online-Tutorien und Webinaren teilnehmen, Ihre Studienmaterialien an jedem Ort zu jeder Zeit auch online bearbeiten und Ihren Lernfortschritt durch Online-Tests selbst überprüfen. Ihren persönlichen Studienbetreuer und Ihre Tutoren erreichen Sie ganz einfach per Mausklick. Ein weiterer wichtiger Bestandteil ist zudem das internationale Seminar. Für 2 Wochen absolvieren Sie ein speziell für Ihr Studium konzipiertes Programm an einer unserer Partnerhochschulen im Ausland. Es erwarten Sie spannende Vorträge und Seminare, kulturelle Events, Unternehmensbesichtigungen und interkulturelles Networking. Das Auslandsseminar wird eine ganz besondere Erfahrung in Ihrem Studium sein. Wenn Sie mehr erfahren möchten, dann fordern Sie noch heute unseren kostenlosen Studienführer an. Unsere Studienberatung steht Ihnen auch gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Nehmen Sie die Herausforderung an. Ich freue mich auf Sie.